Willkommen zu einem neuen Techniktips Video auf meinem Unboxing Videokanal. Diesmal, ja, habe ich hier jetzt keine vergünstigenden oder billigere Artikeln, sondern ich habe hier 5 günstige Smartwatches ausgesucht. Und ja, gehen wir einfach mal die 5 durch. So, hier habe ich als erstes das Haidas U8 Smartwatch. Ja, mir schaut das Ganze einfach etwas viel zu billig aus. Es hat zwar ja gute Funktionen, man kann aber keine Speichererweiterung reingeben, also sprich keine Speicherkarte einsetzen. Man kann keine SIM-Karte einlegen. Also das sollte man sich schon im Vorhinein bewusst sein. Aber dafür kostet diese Smartwatch nur 10,40 €. Schauen wir uns einmal hier die Produktbeschreibung an. So, es ist Smartwatch Basics, SIM-Lock nein, Speichererweiterung nein, Displaygröße 1,5 Zoll, also das entspricht circa 3,81 cm, also knapp 4 cm. Es ist ein Touchscreen mit 128x128 Pixel, Akku ist 230 mAh, die Ladezeit beträgt 1 Stunde, Gesprächszeit 4 Stunden, Standby-Zeit 199 Stunden. Sprachen ist Multilanguage, also verschiedene Sprachen einstellbar. Und ja, Bluetooth ist integriert, Anschlüsse ist einmal Micro-USB, Gehäusematerial Kunststoff, die Dimensionen sind 50x40x10 cm und Gewicht 44 Gramm. Wie gesagt, 10,40 €, mir sieht das Ganze eigentlich etwas billig aus, aber dennoch bekommt man damit eine günstige Smartwatch und hat vielseitige Funktionen damit. So, die zweite ist die Yungtab SW01. Hier kann man auch eine SIM-Karte einlegen. Ja, hochwertiges Display, schnelle Touch und perfekte Klangqualität. Die Schlafüberwachung gibt der Schrittzähler, sitzende Erinnerung, ja, Qualität des Schlafes kann man aufzeichnen, Bewegung der Bewegungsentfernung, ja. Synchronfunktion mit Telefonbuch und Telefondaten bei Android und iOS verfügbar, synchronisiert Messages, Push-Nachrichten kann man von diversen Diensten erhalten. Es hat eine Kamera eingebaut und ja, sieht eigentlich schon besser aus als die vorige. Und schauen wir mal, welche Produktbeschreibungen wir hier noch finden. So, es ist ein CPU MTK 6260A mit 533 MHz eingebaut. Eine Single SIM-Card, Micro SIM-Card kann man einbauen. Die Frequenzbereiche sind 850, 900, 1800 und 1900 MHz. Bluetooth 3.0, RAM 128, ROM 64, externe Speicherkarte bis 16 GB, Display ist 1,56 Zoll TFT LCD, Display mit 240x240 Pixel, also das Doppelte als die vorige. Die Kamera ist eine 2,0 Megapixel Kamera. Videoaufzeichnungen kann man machen, Video mit Musik, Handschriftaufzeichnung. Die Bildformate sind JPEG, GIF, MBIT, PNG.
Musikformate MP3 und WAVE, Videoformate MP4. Unterstützt verschiedene Sprachen, auch Deutsch darunter. Die Funktionen sind Bluetooth, Dialer, Contacts, Call Reminder, Clock, Anti-Loss, Pedometer, Sleep Monitor, Sedentary Reminder, Kalender. Die Batterie ist 380 mAh, Sprachzeit 3 Stunden, Standby-Zeit 180 Stunden, SMS-Support, USB-Port, Mini-USB, 5-Pin-Interface. Und Produktmaße sind 43,5 x 40 x 11,8 mm, Gewicht 75 Gramm und Gravity Sensor wird unterstützt. Also die Junta BSW 01 hat wesentlich mehr Funktionen als die vorherige Smartwatch. Dafür kostet die Junta auch ja, 12 Euro mehr, also 22,98 €. So, kommen wir zur nächsten Smartwatch. Das ist die Smartwatch von Daewon. Die schaut für mich hier unter den 5 fast sogar am besten aus. Und hier hat man sogar, weiß nicht, ob das ein beleuchteter Rahmen ist. Auf jeden Fall, ja, macht diese Smartwatch eindeutig den hochwertigsten und besten Eindruck. Dafür kostet sie auch 31,90 €. Aber wie gesagt, Kamera ist verbaut und Mikro ist verbaut. Power Key, Touchscreen, Kamera, USB, Speaker, alles Mögliche. Also hier hat man auch eine Aufstellung der Funktionslisten. Also eindeutig bisher aus den drei jetzt das die hochwertigste und beste. Schauen wir mal die Spezifikationen. Also das ist die Smartwatch von Daewon. Bietet einem 1,54 Zoll Touchscreen-Display, CPU, MTK6260A, super praktische Gadgets, kompatibel mit Android, perfekt für Sport und Freizeit, 64 Mega interner Speicher, Megabyte interner Speicher und bis zu 32 GB mit einer Speicherkarte erweiterbar, 128 Megabyte RAM, 65 Gramm leicht, Telefonfunktion, GSM, GPS, 850, 900, 1800, 1900, Megahertz Smartwatch mit SIM-Slot, also man kann SIM-Karte einlegen. Ja, Display ist 1,54 Zoll HD LCD Display. Man kann drei verschiedene Uhren auswählen, die vorne angezeigt werden. Die Kamera ist hochwertiger um 3,0 Megapixel, Bluetooth Version 3,0. Speicher 128 MB RAM, 64 MB ROM, unterstützt bis zu 32 GB Speicherkarte, Anti-Verlust, Alarmfunktion, die Smartwatch alarmiert bei Verlust von Handy, Mikrofon, ja, G-Sensor, ja, also das eindeutig die hochwertigste bis jetzt, dafür 31,90 €. So, dann die nächste ist die Keelong Smartwatch um 19,94 €. Die sieht dann schon wieder um einiges ja billiger aus. So, schauen wir mal Eigenschaften und so. Die erste günstige Smartwatch mit Kamera, NFC, SIM-Karte und blinkenden Around.
Einkommende Anrufe, Musikplayer, Benachrichtigungen, SMS. Hardware-Plattform MTK 6261, Gehäuse Edelstahlfarbe und Zeichnung, Anzeige der Uhren, verschiedene Taktsysteme ändern, SIM-Unterstützung, 2G Global Standard, Batterie, auswechselbare Batterie unterstützt, Telefon, Unterstützung, verschiedene Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Fahrtenbuch, ja, Erinnerung für Zeit und Sport, für Zeit, für Zeitpunkt für Sport, ja, da hat man verschiedene Sachen. Akkukapazität ist 550 mAh. Batterie, Entschuldigung. 5-polige Micro-USB-Anschluss, Standby-Zeit 3 Tage, online, ein Tag, Vibrationsmotor wird unterstützt, Speicherkarte kann man einstecken, Wecker, Kalender, Stoppuhr, Rechner, Rekord, Message-Einrichtungen und so weiter. Sprache ist auch, ist Deutsch nicht vorhanden, also Deutsch wird nicht unterstützt, so wie ich das hier sehe. Ja, also kann um einiges weniger wie die vorherige von Daewon, sieht auch etwas wieder billiger aus, aber dafür nur 19,94 €. So, dann hier die letzte. Das ist wieder eine etwas hochwertigere von Jamai. Bluetooth Smartwatch, die sieht eigentlich der Daewon ziemlich ähnlich. Wenn ich das hier so auf die Seite drehe, ist es fast sogar identisch. Ich denke mal, dass es der gleiche Hersteller ist, nur für halt unterschiedliche Wiederverkäufer. Auf jeden Fall, diese kostet 35,99 €. Und ja, verschiedene Funktionen. Schauen wir mal bei den Spezifikationen. Also Telefonfunktion, GSM und GPS, 850, 900, 1800, 1900 MHz, 4 Frequenzgespräch, Telefonanruffunktion, Freisprechen, Telefonaufzeichnungen, Telefonbuch, Bluetooth-Telefon, ja, dann Unterhaltung, MP3, MP4, AVI, lokales Abspielen, Bluetooth-Musik abspielen, Telefonanruferinnerung, Glocke und Vibration. Die Uhrzeitanzeige, 3 Arten von Schnittstellen für die Auswahl, also 3 verschiedene Uhrenanzeigen. NFC Bluetooth Matching, Austauschkarten, Informationsaustausch, Pedometer, Schlafmonitor, Einstellungserinnerung, Kamerafernsteuerung für Android-Handy, Wecker, Kalender, Taschenrechner, Bluetooth-Synchronisation, Twitter, Facebook, WeChat, Informationserinnerung, SMS-Erinnerung, Nachrichten, Systemeinstellungserinnerung für Android-Handy. Spezifikationen, 1,54 Zoll Display, TFT LCD, Touchscreen, vollständige Laminierung, Prozess 240x240 Pixel Auflösung, Speicher ist 128 MB plus 64 Megabyte Speicherunterstützung für bis zu 32 GB Speicherkarten, Bluetooth 3,0, Batterie 350 mAh, Polymer-Akku, Bluetooth-Verbindung-Standby eine Woche, normaler Gebrauch 2 Tage, G-Sensor, Unterstützung, Polymer-Meter-Analyse, Einstellungserinnerung, Schlagüberwachung, Anti-Verloren-Funktion, Kamerafernsteuerung und so weiter. Ja, diese kostet 35,99 €. Auf jeden Fall, ich würde hier eindeutig die Daewon empfehlen. Sieht für mich am besten aus und ja, mit 31,90 € auch diesen Preis
durchaus wert von diesen drei Smartwatches. So, das war's von diesem Technik-Deals-Video mit den 5 günstigen Smartwatches. Einfach mal selber die Links durchstöbern, die unterhalb des Videos in der Beschreibung zu finden sind, und dann selber entscheiden, welche man da haben möchte.